So, dann mache ich mal weiter. Ein Schielesatt Leder. Ich muss mal mich darauf achten, welche Tierchen Leder geben, wenn man die besiegt. Das heißt, ich mache jetzt so eine Pal-Sphärenwerkbank oder auch nicht. Das heißt, ich brauche noch 9 Nägel. Nägel. Okay, das ist ein bisschen zu viel. Ja, doch, ich mache mal 12 Stück. Das heißt, wahrscheinlich werden mir dann die Metallbarren ausgehen. Ich glaube, Pfeile mache ich auch noch ein paar. Sag mal 10 Stück. Dann kleine Palseele. Bringe einen Pal damit Eisschnitter bei. Ich leg das mal in die Truhe, ich weiß noch nicht. Bringe einen Pal damit Lohesturm bei. Bringe einen Pal damit Felskanone bei. Also das heißt, hier lege ich jetzt Ohren noch rein. Giftdrüse hat, glaube ich, hier noch eine. Seltener Pelz. Ein flauschiger Pelz, der von Pals gewonnen wird, erzielt beim Händler einen guten Preis. Pilz. Ein Pilz, den man auch roh essen kann. Überall auf dem Archipel zu finden. Gumoslaub. Laub eines Gumos. Kann zur Herstellung von Kleidung verwendet werden. Ich lege das mal ab. Dann Palsaft. Eventuell kann ich jetzt so einen Brunnenbaum bauen. Ich muss mal schauen, ob ich genug. Ich glaube, das reicht. 5 brauche ich doch, oder nicht? Okay, die Stoffkleidung zerlege ich mal. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Dann muss ich den Kopfschmuck unbedingt noch reparieren. Ich werde alles gerade reparieren, damit ich wieder anständig auf Erkundung gehen kann. Ah, jetzt hat es repariert. Schick das mal dahin. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich genug Ding habe für den Brunnen dort zu machen. Oder eine Quelle hieß das ja genau. Quelle. Ah, nochmal 5 Palsaft. Okay, dann kann ich es noch nicht bauen. Schade. Sonst habe ich jetzt alles gebaut, soweit ich das sehen kann. Primitive Werkbank, Ausrüstung, Holzfäller, Steinbruch, zerkleinerer Hochofen, Werkbank, Pharmaziewerkbank. Okay, dann habe ich alles. Ich habe 13 Punkte, die ich noch vergeben kann. Der Affe mit Waffe würde mich irgendwie schon noch reizen. Irgendwie. Ich weiß aber nicht, ob ich den dann ausrüsten kann. Oder wie das genau geht. Ich gehe mal oben schnell schauen wegen dem Ei. Wie sieht das da aus? Noch 16 Minuten, hä?
Beeren gibt es jetzt auf jeden Fall ein bisschen Wasser. Dann mache ich nochmal Spiegelei. Pilze grilliere ich auch mal, warum nicht? Okay, Nägel habe ich jetzt dann 8 Stücke. Ja, auf jeden Fall 99 Beeren. Okay. Der wird auf jeden Fall einen Moment damit beschäftigt sein, zu grillieren. 97 Stein. Ich werde wahrscheinlich von... Ja, wie viele soll ich mal machen? 21, ja gut. Dieser Pal ist gesund und munter. Ich weiß jetzt eben nicht, ob ich die dann ausrüsten kann. Mist. Ach Mist, ich hab mich verdrückt. Aha, der hat fertig damit, okay. Ich mache auf jeden Fall jetzt noch ein paar Palsphären, oder ja, respektiv nur 2. Nägel. So. Ich leg die mal, wo hat's Nägel drin? Ich glaube hier, oder wo hat das welche? Irgendwo habe ich die, glaube ich, schon abge... falsche Kiste. Ja komm, ich leg sie dort. Samen könnte ich auch mal ablegen, die machen nicht viel Sinn, wenn ich die mitnehme. Auf jeden Fall werde ich jetzt gerade eine riesen Portion. Beeren grillieren. Der wird jetzt im Moment beschäftigt. Aber auf jeden Fall verhungern meine Tierchen nicht. Das ist schon mal viel wert. Das heißt 37 Spiegeleier. Ich leg mal. Ja, so viel brauche ich niemals. Nährwert 80, okay. Der Braten erhält durch die natürlichen Kräuter- und Beerennoten des Fleisches ein abgerundetes Aroma, verleiht auch Mahlzeiten im Freien ein Gefühl von Wärme und Gemütlichkeit. Ja, ich glaube, ich mache das jetzt halt trotzdem mal. Ich glaube, ich schalte jetzt mal Affe mit Waffe frei. Dann Armbrust mache ich jetzt auch mal Metallspeer auf. Kühlbox werde ich wahrscheinlich auch brauchen. Also hier Steine brauche ich und Holz. Ich gehe mal ein bisschen mithelfen mit Abarbeiten. Okay, dann muss ich eine Steinaxt ausrüsten. Also hier die Holzfäller-Ding da, das kann ich abreißen. Das ist völlig für den Arsch eigentlich. Habe ich ein bisschen Steine, dann zum Holz hacken. Hallo Alex, guten Morgen.
bin fleißig am Palworld spielen. Mach noch Laune. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon gespielt habe, aber ja, was soll ich dir sagen? Ich spiele momentan alleine. Und ich habe etwa 10 Stunden habe ich gespielt. 10 Stunden. Aber ich habe natürlich auch ein bisschen AFK-Zeit verbracht. Ich war nicht nur am Spielen. Spielst du auch Palworld oder sagt dir das nicht so zu? Ich finde es auf jeden Fall noch recht witzig gemacht. Ist mal was anderes. Also der Mix gefällt mir noch recht gut. Also hier habe ich jetzt Bruchstücke. Ich bin überladen. Ich leg das mal in die Truhe ab. So. Dann Steine. Ich sehe das zum ersten Mal. Wirklich? Im Prinzip ist das so ein bisschen eine Mischung zwischen Ark und Pokémon. Man kann eine Basis bauen, dann kann man die Pals, also da die Tierchen nennen sich Pals, also sieht ja so ein bisschen aus wie Pokémon, oder? Die arbeiten dann für einen im Lager oder produzieren Wolle oder Eier und mit denen kann man dann Sachen craften und das ist mein Häuschen. Und die müssen auch essen und schlafen. Und dann kann man die einfangen gehen, so ähnlich wie Pokémons mit Pokébällen kann man die dann einfangen. Und kann die zusammen auch hochleveln und man kann auch selber Technologien erforschen. Also zum Beispiel am Anfang nur Stein, Spitzhacke, dann Lagertruhe, ein Bett, Kleidung, Pfeil und Bogen und so weiter. Und dann kann man die Tierchen, einige kann man reiten, einige kann man fliegen. Und dann kann man eben seine Ausrüstung verbessern, oder? Kann man auch zum Beispiel so Feuerstellen machen und Fleisch zu grillieren oder gegrillte Beeren und so. Dann hat man so verschiedene Werkbänke. Und was noch witzig ist, man kann die Tierchen hier schuften lassen, sozusagen. Also man kann dann gemütlich auf Erkundungsjagd gehen und die bauen dann zum Beispiel Steine ab oder man kann auch die auch rüsten. Also du siehst jetzt, ich kann für den Affen ein Sturmgewehr bauen. Oder meine Kleidung kann ich verbessern. Da kann ich so einen Fluggleiter machen oder ein Schutzschild. Oder eben jetzt eine Armbrust kann ich jetzt zum Beispiel dann bauen. Und es hat so verschiedene Sachen, wo man dann dort machen kann. Also ich finde es noch witzig gemacht. Oh Mist, ich habe falsche Taste gedrückt. Und insgesamt gibt es 111 von diesen Tierchen. Man kann 111 Tierchen dort sammeln. Und die können eben dann auch für dich kämpfen, mit dir zusammen und so weiter. Und hin und wieder muss man die Tierchen auch halt füttern oder so. Die bekommen auch Hunger. Ist auf jeden Fall noch witzig gemacht, finde ich. Also ich kann das eben spielen über den Game Pass, habe ich das Spiel.
Jetzt muss ich mal schauen. So eines habe ich noch nicht. Ich nehme mal das Stein. Ich glaube Stein. Ein Pflanzending ist das. Elementartypen, also Pflanze, da müsste ich ein Feuerding nehmen. Dann nehme ich das da mal raus. Ich probiere jetzt mal so ein Pflanzending zu fangen. Das hat mir aber letzte Mal die Hölle heiß gemacht. Da, ja, das flüchtet schon. Hat man eben da die Tierchen, wo mit einem mitkämpfen. Und dann kann man da die schwächen und probieren einzufangen. Aber das ist manchmal nicht so einfach. So, bleib mal stehen. Ah, jetzt kommt es zurück. Okay, das wird jetzt dann stinkig. Letztes Mal habe ich so eines nicht besiegen können, das war zu stark. Und dann muss man eben aufpassen, dass man die nicht tötet, weil, ja... Dann hat man da so wie Pokebälle, wo man werfen kann. Aber ich glaube, das ist zu stark. Das packe ich wahrscheinlich nicht. Ja, komm. Ich hab's. Cool. Das ist mein erstes, was ich gesammelt habe. Kleine Palseele war dort drin, 10 Pfeile, 86 Goldmünzen. Okay, das da ist ziemlich stark verwundet. Was ist da? Ah, das ist so ein Schaf. Ein Hokrates. So eines könnte ich noch fangen. Da habe ich nur eines von denen. Oh nein. Ah, Mist, ich hab's getötet. So ein Scheiß. Eben, manchmal muss man aufpassen, man macht manchmal ein bisschen zu viel Schaden. Und dann kann man die eben töten, leider. Ja. Okay, solche habe ich auch noch nicht. Okay, ich probiere mal. Ah, Mist, auch futsch. Ja, ich habe ein bisschen zu viel Schaden dabei, wie du siehst. Ich habe sie jetzt beide auf dem Gewiss. Und wenn du dann immer so 10 Stück von denen sammelst, bekommst du so einen EP-Bonus. Ah, hier oben hat es wieder welche. Aber es ist noch in Entwicklung, das Spiel. Also es hat noch ein bisschen Fehler drin und so weiter. Ah, Mist, schon wieder tot.
Also jetzt habe ich drei von denen gesammelt. Ich muss echt ein bisschen mehr Acht geben, dass ich nicht so viel Schaden mache. Okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Also da links unten hat es doch noch so eine Statuette gehabt. Die könnte man einsammeln noch. Theoretisch könnte ich eigentlich jetzt mein Reittier noch mitnehmen. Okay, wie sieht das hier aus? Vier Holz. Giftdrüsen habe ich drinnen. Sind die da friedlich am Schlafen, wie du siehst. Dann gibt es eben auch nachtaktive Tierchen und dann auch welche, die am Tag wach sind. Also für Metallbarren bräuchte ich noch drei Stück. Das heißt, ich muss jetzt mich auf die Suche machen nach Erz. Okay, das Sturmgewehr ist noch nicht fertig. Ja, ich mache jetzt mal nur... Okay, so viele habe ich nicht mehr. Ich mache mal 15, muss ich fast. 67 Beeren. Ich leg die mal hier in den Futtertrog. Die futtern ziemlich viel. Giftdrüsen, Seele. Leg die mal da ab. Ist das ein wildes? Ja. Ich fang das mal. Oh. Okay, das ist ein bisschen viel Schaden reinbekommen. Pfeile habe ich 43. Da die Sphären 6. Ich glaube, ich muss in Zukunft nur noch ein Tierchen mitnehmen. Die macht ein bisschen viel Schaden. Also das lasse ich hier, das nehme ich nicht mit. Sind die wieder fleißig am Arbeiten? Ich helfe mal schnell mit, dann geht das ein bisschen schnell. 5, 6. Kann man eben selber produzieren oder die Tierchen für dich arbeiten lassen? Ich glaube, hier unten irgendwo hat es doch noch Metall gehabt. Ah, warte mal, ich fange mal noch ein paar von denen. Oder ich probiere es mal. Ich weiß jetzt zwar nicht, soll ich die wieder wegnehmen? Ah, Mist. Schon wieder. Oh. Die bekommen so viel Schaden. Nein. Still. Ach. Ich
glaube, ich darf nur noch eines ausgerüstet lassen. Die machen viel zu viel Schaden. Ah, hier hat es jetzt wieder Erz. Ich muss Erz abbauen, genau. Ich nehme mal die Spitzhacke. Also eine Palsphäre ist dort hinten, habe ich gesehen. Hallo Angelina, vielen Dank für den Follow. Und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Ich bin überlastet. Ich bin überlastet. Das ist nicht gut. Ja, ich muss etwas wegwerfen. Ich habe viel zu viel Zeug bei mir. 40. Okay, Erz ist ja unheimlich schwer. Ich muss unbedingt schauen, dass ich das nächste Mal nochmal in Gewicht investiere. Soll ich jetzt so langsam rüberlaufen oder soll ich noch etwas wegwerfen? Also hin und wieder einige Bugs, die im Spiel sind, sind manchmal witzig. Also es hat schon noch zwei, drei Fehlerchen, aber ich muss sagen, für ein Early-Ecker-Spiel läuft das erstaunlich gut. Ich hoffe, ich komme jetzt hier hoch. Kann ich klettern? Nein. Ja, sonst werfe ich dann etwas am Boden. Das heißt, ich probiere jetzt mal einen Metallspeer dann zu machen. Und die Armbrust werde ich mal testen, aber ich bin eigentlich, wie gesagt, mehr Fan von Pfeil und Bogen eigentlich. Leder. Holz habe ich auch nichts mehr. Kein Holz mehr. Ich müsste unbedingt endlich nochmal eine Stufe aufsteigen, damit ich da nochmal ein Tierchen ausrüsten kann. Also Wolle brauche ich zwar jetzt nicht mehr zwingend. Ich glaube, ich ersetze das Schäfchen mal mit dem Ah, das habe ich ja neu gefangen. Was kann denn das? Aussaat und Holz fällen kann das. Ist Workaholic. Ah, dann nehme ich mal das Schäfchen weg. Ich habe im Moment, glaube ich, genug Wolle. Dann habe ich den Affen, wo Holz fällen kann. Und das da. Das Gremis lege ich wieder zurück vorerst. Das nehme ich als Reittier mal mit. Den Vogel kann ich noch nicht fliegen, da muss ich noch warten. Einige kann ich jetzt dann wahrscheinlich freilassen, die brauche ich wahrscheinlich nicht alle.
Das da wäre auch ein Boss eigentlich, das Gilet. Also das heißt, ich habe jetzt zwei Bosse. Den Foodler und Gilet. Okay. Arbeitsstatus Aussaat. Dieser Pal ist gesund und munter. Ah, weißt du, was kommt mir jetzt gerade in den Sinn? Ich habe ja oben noch ein Ding. Hallo Jackie, guten Morgen. doch, mir geht's eigentlich gut. Ich habe sehr wenig geschlafen. Ich kann im Moment nicht mehr schlafen, komischerweise. Ja, ich habe heute auch nur irgendwie so 1,5, 2 Stunden geschlafen und musste wieder aufstehen. Ich habe da so ein düsteres Jumbo-Ei gefunden und habe das jetzt ausgebrütet oder mit dem Brutkasten. Das ist mein erstes Ei, wo ich da reingelegt habe. Ich schau mal, was rauskommt. Ein Tombat. Ist das jetzt automatisch in meiner Palbox? Wahrscheinlich schon, hä? Also du siehst, ich habe mittlerweile so ein bisschen ein Häuschen hier gebaut mit Schrägdach. Aber das Schrägdach war ziemlich so eine sehr interessante Erfahrung, das zu bauen. Also das war ein bisschen ätzend, das zu bauen. Also es war ein bisschen buggy, sag ich jetzt mal. Und du bist immer noch fleißig am Palworld spielen. Bist du auch noch dabei? Oder hast du schon fertig? Bist du durch damit? Ich bin halt immer noch nicht wirklich so weit. Ich habe müsste nachher mal grad nachschauen. Ich kann es dir dann gerade sagen. Holz und Steine fehlen mir jetzt noch. Ich bin immer noch relativ am Anfang. Also gestern habe ich nur kurz bei mir im YouTube-Kanal ein paar Sachen eingestellt. Dann habe ich von Elder Scrolls Online ein kleines Video gemacht. Und ich wollte eigentlich noch Palworld spielen, aber ich bin danach fix und fertig gewesen. Ich bin dann eingeschlafen eigentlich. Ich habe gar nichts mehr gemacht. Und jetzt bin ich eben, habe nur ganz kurz geschlafen und bin eigentlich direkt wieder aufgestanden. Und ja, mal schauen, vielleicht gehe ich dann nachher nochmal probieren, ein paar Stunden zu schlafen, mal schauen. Aber es kommt hier langsam so ein bisschen, also du siehst, ich habe jetzt zumindest mal ein Häuschen, ich habe ein paar Tierchen. Und es macht unheimlich Laune, ich habe mega Freude an dem Spiel. Also ich finde es unheimlich putzig und so. Ein Pal gönnt sich ein Päuschen. Und was auch noch cool ist, es wird einem hier nie langweilig. Also man hat immer irgendetwas zu tun. Ich weiß nicht, ich bin jetzt eigentlich nur bis dort unten, bis zu dem Schloss bin ich jetzt, oder bei der Festungsruine. Und sonst habe ich noch gar nichts gemacht. Also hier unten am Strand hat es ja so einen Dungeon, den habe ich abgeschlossen. Ich weiß aber nicht, ob die immer wieder spawnen, die
Ah, jetzt habe ich ein Sturmgewehr für den Affen, aber ich weiß nicht, ob der das nur benutzt, wenn ich ihn ausgerüstet habe, oder ob der hier dann auch ballert. Warte mal, halt. Befehl zum Angriff. Befehl greift denselben Ge- Befehl. Angriff einstellen, füttern, streicheln. Aber er ist schon weg. Ah ne, jetzt ist es wieder da. Ich finde es aber mega putzig gemacht. Ich finde es mega cool, das Spiel. Und jetzt habe ich vor allem, kann ich jetzt die Holzproduktion vorantreiben. Endlich. Jetzt habe ich hier ein Affe im Lager, wo das abbauen kann. Und dann noch das Dinosom, da habe ich vorhin eingefangen. Ich müsste noch ein paar Palsphären bauen und... Palsphären-Werkbank. Das muss ich jetzt mal noch bauen, hä? Huh?